Ja, moin moin, herzlich willkommen zum nächsten Farmblog. Ich habe jetzt einen Kone Ladewagen AX 310 hinter mir. Diesen Schnitt komplett ohne Häckselkolonne. War noch mit zwei Ladewagen, also ein zweiter ist auch noch mit da. Öko mit seinem Pöttinger vom Lohnunternehmen von Glan. Ja, die haben ja auch ein bisschen mit der Schwaden gemacht. Und ich bin jetzt halt mit dem Ladewagen unterwegs. Hab schon ein bisschen, also ich fahre den Ladewagen jetzt das erste Mal. Ich habe mich da jetzt schon mal ein bisschen mit reingefoxt. Einmal auch wieder fast festgefahren, dann ungefähr bei der Stelle, wo ich mich mit dem Mähwerk fast versenkt hätte oder eine ordentliche Spur gerissen habe. War auch gleich der Scherbolzen von dem Pickup ab. Den musste ich dann noch erneuern. Aber ansonsten läuft das ganz gut, macht Spaß. Den hole ich mir nächsten Schnitt wohl wieder. Wenn es klappt. Ja, der Unterschied vom Ladewagen zum Hexer ist, dass ich komplett alleine unterwegs bin quasi. Ich brauche keinen Häcksler, der neben mir herfährt und der das Gras in mich reinpustet, sondern ich lade mich hier komplett selber auf. Und bin auf niemand anderen angewiesen quasi. Bin aber dadurch, dass ich halt jetzt die Pickup, also das Ladeaggregat da mitschleppen muss, ein Tick schwerer als gegenüber zum Häckselwagen. Aber der Häcksler, der wiegt ja auch einiges an Gewicht, also irgendwo nimmt sich das nichts. Kostentechnisch sind Ladewagen auch noch ein Tick günstiger. Einsatz. Mal eben hier umdrehen. Ich darf hier nicht anhalten, das ist Motor. So, jetzt kann ich. Ey, verschwinde da will ich hin. Da geht doch. Hier runterdrücken. Pickup runter. Thank you.
nächster Tag. Ich sehe immer noch aus wie Scheiße. Ja, Silo ist dicht. Das haben wir gestern Abend im Dunkeln noch gemacht. Ich habe jetzt vom Abladen nicht viel gezeigt, weil ich mich da ziemlich viel drauf konzentrieren musste. Da nebenbei filmen, das ist immer schwierig. Ja, wir haben ja unser Heu noch liegen. Da haben wir gestern nichts gemacht. Jetzt kommt richtig schön die Sonne raus. Wir warten jetzt nochmal eben so eine halbe Stunde, bis der Tau richtig raus ist. Dann startet Werner mit diesem Trecker erstmal eben und mit dem Wender. Den habe ich gerade eben extra angebaut. Da ist er. Zum Wenden. Also der haut das, was geschwadet ist, noch einmal ein bisschen auseinander. Dann kann das trocknen. Heute Nachmittag startet er dann mit dem Fendt und Schwader. Dann wird das geschwadet und dann wird das hoffentlich auch gepresst, wenn das gut genug ist. Ärgerlich, dass die eine Presse kaputt gegangen ist. Ja, ich bringe jetzt erstmal den Ladewagen weg. Der steht da auch noch auf dem Hof. Und dann kann ich noch ein paar Reifen auf dem Silo schmeißen. Und was jetzt noch passieren wird wahrscheinlich, ist für Samstag und Sonntag. Irgendwo möchte man auch ein bisschen Wochenende haben, aber sieht momentan nicht danach aus. Unser Nachbar, der, ich sag mal Schweinebauer, der hat ein bisschen Getreide, da kriegen wir da Stroh von. Und der will bei so einem Wetter natürlich auch dreschen. Das heißt, wir müssen wohl irgendwie noch was in der Strohtechnik machen, dass wir noch Stroh fahren können. Das, mal sehen, wie das da läuft. Heute Abend und morgen melden die irgendwie Gewitterwahrscheinlichkeit. Ja, alles nicht so einfach. Eigentlich müssten wir dann hier in der Futterhalle noch ein bisschen aufräumen. Hier, wo der Pferdeanhänger steht, da, das muss eigentlich alles raus. Da soll der Stroh hin, das Heu hier. Mal gucken, wo wir das lassen. Diese ganze Buchte soll voll mit Stroh. Hier, da kann ja auch noch ein bisschen was zugestellt werden. Und hier vor dem Mineralfuttersilo, da an der Wand lang, können wir auch eine Reihe voll hinstellen. Und zur Not hier in der Mitte auch alles vollstellen. Dann muss der Mischwagen ein paar Mal auf dem Futtertisch schlafen oder so. Das wird er auch überleben. Naja, ich zeige euch gleich nochmal eben den Haufen und dann bringe ich den Ladewagen weg. Ja, so geht auch. Ha, so, neue Kamera. Ich hoffe, das kann man da gleich erkennen. ja, jetzt hat man bei Jan so ziemlich im Vlog gesehen, oder wird man sehen, ich weiß noch nicht, welcher zuerst kommt, wie das Strohfahren ein bisschen ablief. Da habe ich jetzt nicht bei gefilmt. Ich bin jetzt wieder zu Hause, Mann, just. Ich habe schon einen Blick in die Futterhalle reingeworfen. Die ist rappelvoll. Ich fange jetzt an, da hat Papa schon angefangen mit Heustapeln und ich mache weiter. Papa lädt nochmal die letzten 20 Ballen Stroh von Jan ab. Das macht er, da brauche ich nicht viel bei machen. Ich kümmere mich jetzt ums Heu. Felix fährt dann noch weiter, da ist unser Nachbar mit einem Comic am Aufladen, weil der die breiten Reifen hat. Ne? Boah, das ist vorteilhaft. Da bin ich mit meinen schweren Merlo- und schmalen Reifen echt benachteiligt, aber sonst sind das halt echt geile Geräte. Macht schon Spaß, auch der Strohaufladen hier auf dem Feld. Da waren sie mit zwei John Deere noch, also ein anderer Landwirt mit zwei John Deere noch. Die waren gefühlt einen Ticken langsamer, so an sich. Das lag aber auch daran, unsere Logistik war ein bisschen besser. Ne? Die haben die Anhänger selber gezogen. Ne? Das ist, ja, das dauert dann halt doch schon länger. Bei mir sind Jan und Werner dann ja immer mir hinterher gefahren. Ich hatte kurze Wege zum Anhänger. Das hilft. Naja, ich stapel jetzt ein bisschen das Heu. Es ist halt schwierig jetzt beim Merlo fahren. Ich brauche halt beide Hände. Da kann ich ein bisschen schwierig bei filmen. Ich brauche echt irgendwie nochmal meinen Kopfteil da. Denn kann ich mal ein bisschen mehr filmen. Das wollte ich eigentlich schon beim Ladewagen fahren einsetzen, aber irgendwie bin ich da doch nicht zugekommen. Ein bisschen ärgerlich, aber ich habe ja nicht das letzte Mal einen Ladewagen da gehabt. Ja,
zum Silo zeigen bin ich noch gar nicht gekommen. Das kann ich jetzt nochmal machen. Ich bin da ja direkt neben. Da zu sehen ist jetzt der erste Schnitt. Und das ist der zweite und dritte Schnitt zusammen. Und beide Haufen sind etwa 70 Meter lang. Also das kann sich sehen lassen. Bin mal gespannt, was der vierte Schnitt dann nachher bringt. So, ich muss jetzt auch sogar sortieren. Die 1,30 Meter Ballen, das sind die mit Binsen. Und die 1,50 Meter, das ist das, was hier gestapelt werden soll. Da kommt dann nachher wie bei Lukas ein Vlies drüber. Ich habe auch nochmal extra ein paar neue gekauft. Papa gestartet, ja, das schon wieder gleich. Packt da oben schon Ballen rauf, obwohl da unten noch einer fehlt. Jetzt liegt der untere da irgendwie so auf 7:30. Hätte ich vergessen. Ja. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Ballengabel ist ein bisschen Marke Eigenbau, das ist ein alter Blockschneider. Aber das habt ihr ja alles in der Maschinenvorstellung gesehen. Funktioniert echt ganz gut, außer dass ich da oben jetzt halt dieser Anbaupunkt vom Oberlenker, dass der sich andauernd verbiegt. Den habe ich schon zweimal gerichtet. Diesen Schnitt habe ich gleich meinem Nachbar Bescheid gesagt, dass er dann das Gras aus dem Moor holt. Fertig. Ja, so, wie man sieht, es ist dunkel. Wir haben das bestimmt schon 10:30 oder so. Ich warte jetzt noch auf die letzten zwei Touren Heu. Da kam eben auch schon ein bisschen Regen. Also das, ich bin froh, dass ich das Stroh weg habe. Das Heu ist nicht ganz so wichtig, weil das eh schlechte Qualität hat für uns Rinderleute. Ich habe jetzt schon angefangen in der Zeit, wo ich gewartet habe. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Nee, ist dunkel, muss ich morgen im Hellen zeigen. Netze rüberziehen. Also so ein Vlies wie bei Lukas. Ja, habe ich rübergezogen. Ich habe da auch schon ein bisschen Reifen festgemacht, dass das nicht so wegweht. Ja. Ich habe das schon so weit hochgezogen, dass ich hier vorne nur das Ende über die nächsten Ballen rüberziehen muss. Und dann ist fertig, Feierabend, Bierzeit. Die Jungs wollten ja noch Cocktails trinken. Mal sehen, ob das noch was wird. Bis wir Feierabend haben, ist auch 11. Ja, reicht irgendwann auch. Aber Futterhalle ist voll. Hier ist alles, also Siloplatte ist fast hinter dem ersten und zweiten Schnitt alles voll mit den Wickelballen. Und jetzt mit dem Heu noch. Das Binsenzeug, das habe ich extra gepackt. Mal sehen. Ja, das sieht man da so ein bisschen. Das wollte jemand anders haben, aber ich glaube, sein Interesse schwindet gerade langsam so ein bisschen, weil es immer ja ein bisschen geregnet hat. Da ist auch kein Vlies drüber oder so. Mal sehen. Sonst muss ich das noch irgendwo mit verwerten oder so. Das sehe ich denn. Ich habe das da jetzt erstmal gesondert hingepackt. So, dass das getrennt gelagert ist, damit man das auseinanderhalten kann. Das sind nur kleinere Ballen. Ja gut, ich melde mich sonst morgen früh nochmal oder gleich vielleicht auch nochmal mit den Jungs zusammen. Ja, dann erstmal weiteres demnächst. Ja, so, die Heuernte. Das Heu hier und das habe ich jetzt noch von einem befreundeten Landwirt geholt. Dafür habe ich mir dann auch diesen schicken Ballenwagen geliehen. Besten Dank dafür nochmal. Ja, die Strecke ist ein bisschen weiter, da schaffe ich ein bisschen mehr mit. Also 10 Ballen mehr gehen darauf und
Ja, für die Straßenfahrt ist das doch schon schöner. Vernünftige Bremsen, vernünftige Ladungssicherung. Ja. Jetzt. Muss ich die noch abladen, denn es ist Feierabend. Der Wagen muss heute noch weg. Das sind ja die Ballen, die wir Samstagabend gepresst haben und zusammengefahren haben. Und da waren 6 Ballen zum Schluss bei. Die haben wir im Regen zusammengejagt, weil er noch das Netz wechseln musste. Gehört ja mit dazu. Auf jeden Fall haben die ein bisschen Regen abgekriegt. Und man merkt hier jetzt schon, dass sie warm werden. Die kommen da jetzt vorweg. Mal sehen, was ich damit anstellen werde. Also, weiß nicht, da drinnen lassen, mache ich eigentlich ungern tun. Das ganze Ernte weg, wenn es nachher anfängt zu brennen. Mal sehen. Auf jeden Fall sollen die Ballen, die da jetzt noch auf dem Anhänger sind, die 30, eigentlich hier vor. Weil der zweite Stapel hier schon so ziemlich weit im Weg liegt mit den Maishaufen, der hier hin soll, irgendwann mal. Hier wird natürlich ja schon ein bisschen was weggehen, verfüttert werden, aber da stören die halt weniger, als wenn die hier noch irgendwo mitliegen. Dann muss ich die nochmal anfassen und umpacken. Habe ich auch keinen Bock drauf. Kann ich lieber die 6 Ballen, die da nass sind, vorwegnehmen, umstapeln, als statt, dass ich da nachher 30 Ballen umpacken muss oder so. Ja. Die Binsenballen wurden auch schon fast komplett abgeholt. Da sind nur noch 2 von da. Der hat auch nicht mehr mitgekriegt. Naja. Erwin hat noch nebenbei Gülle gefahren jetzt. Da ist er auch schon bald mit fertig, denke ich mal. Auch nur noch mal eben dünne Lage rüber. Und dann haben wir für dieses Jahr unser Soll eigentlich schon voll. Kann sein, dass wir zum Herbst hin noch mal ein bisschen fahren, aber das, diese dünne Gülle, die wir haben, das bringt meist nicht viel. Jetzt haben wir auch nur noch 10 Kubik auf dem Hektar. Das schafft ja auch nichts bei 2,2 Kilogramm N pro Kubikmeter. Naja, ich glaube, ich habe jetzt auch schon wieder genug Material zusammengekriegt. Tut mir leid, dass jetzt die letzten Tage oder eine Woche wieder Ruhe war. Ich habe dasselbe Problem wie Lukas. Wir sind alle in Ernte. Teilweise jetzt ja auch nachts bis um 11 nochmal eben Silo dicht machen oder sonstiges. Das frisst dann doch schon alles ziemlich viel Energie und Zeit. Und da wird das YouTube-Hobby hinten rangehängt. Das muss dann mal eben bisschen warten. Aber dafür, also ein Video habe ich jetzt ja Samstag oder Sonntag schon rausgehauen. Sonntag. Ja. Jetzt geht das erstmal normal weiter, denke ich mal. Naja, besten Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut auch nochmal bei Insta rein. Link müsste unten in der Beschreibung sein. Naja, dann ciao, ciao.